Nach zwei harten, sehr harten Bergetappen durch die Pyrenäen wartete heute vor dem zweiten Ruhetag noch eine Mittelgebirgsetappe auf alle Rennfahrer im Peloton. Ayuso hatte gestern sich viel vorgenommen mit seiner Mannschaft. Da hat man nochmal versucht, das ein oder andere Autogramm zu holen. Maurice Ballerstedt ist mit der Kühlweste zum Start gerollt. Heute angenehme 29 Grad. Ben Zwiehoff hat sich auch nochmal vor diesem Start gestärkt. Und der Tagessieger von gestern, Remco Evenepoel, übergab den Preis des aktivsten Fahrers an Romain Bardet. Das war ja der Zweitplatzierte von gestern. Dann rollten alle Rennfahrer entspannt zum Start. Um 13.33 Uhr ging es heute los. 2400 Höhenmeter auf dem Programm. Wir schauen uns mal das heutige Tagesprofil an. Es ging in Pamplona los und der Zielort nach 158,3 Kilometern hieß Lecumberri. Die Bergwertung der dritten Kategorie bei Kilometer 79 und dann im weiteren Verlauf zweimal zweite Kategorie Bergwertung, die auf dem Programm stand. Und die Gruppe des Tages war heute hart umkämpft. Immer wieder hat es Remco Evenepoel probiert und hinten hat man auch Druck gemacht. Marc Soler war es, der das ganze Feld auseinanderfuhr. Und vorn waren auf einmal dann ganz wichtige Fahrer aus der Gesamtwertung, so wie Vlasov. Und das hatte man natürlich nicht gewollt auf der heutigen Etappe, die sehr, sehr schnell begann. Dann der erneute Versuch von Remco Evenepoel, Rui Costa am Hinterrad. Die beiden zogen dann ordentlich durch, 83 Kilometer vor dem Ziel. Die Gruppe des Tages bildete sich, denn alle Fahrer, die der Gesamtwertung wichtig waren, haben sich in diesem Augenblick zurückgehalten. Und das war die Chance für die Gruppe des Tages, die heute 15 Fahrer stark war. Sie ist aber gleich am ersten Berg auseinandergefallen, weil der Mann im Bergtrikot Gas gegeben hat. Er sicherte sich 3 Punkte, Lennart Kemner auf der zweiten Position. Und mit einem großen Kämpferherz kam Nico Denz nach dem ersten Berg wieder zurück. In der Gruppe des Tages unter anderem Santiago Buitrago, Kenny Elesond, Rudi Mollard, Lennart Kemner, Jimmy Janssens, Andreas Krohn, Chris Hamilton und Ainer Rubio. Und das sind die grausamen Bilder. Geraint Thomas heute gestürzt, verlor weiter an Boden. Eine grausame Vuelta für den Mann von Ineos Grenadiers. Chris Hamilton hat es dann zwischendurch mal probiert, wurde aber wieder eingeholt. Dann ging es zum Zwischensprint des Tages. Jimmy Janssens holte sich diesen Sprint und die Punkte, aber für ihn nicht entscheidend. Kane Groves saß hinten sicher im grünen Trikot. Immer wieder ein großes Kämpferherz von Nico Denz, der sich zurückkämpfte, konnte wieder Anschluss finden. Und dann die entscheidende Attacke von Santiago Buitrago, 14 Kilometer vor dem Ziel. Rui Costa, der 36-jährige Portugiese, am Hinterrad. Hinten ging die Lücke auf, gute 30 Sekunden war sie dann groß. Und Lennart Kemner von Boranskroe hat die Initiative ergriffen und hat versucht, nach vorne zu fahren. Und das gelang ihm auch. Tolle Fahrweise, Gegenattacke. Und das war dann 8 Kilometer vor dem Ziel, die dreiköpfige Spitzengruppe. Dann der Fahrfehler von Lennart Kemner in dieser Linkskurve. Er stürzte, konnte aber weiterfahren. Vorne hat man taktiert. Man hat sich angeschaut. Niemand wollte die Offensive übernehmen. Weder Buitrago noch Rui Costa. Und das war die Gelegenheit für Lennart Kemner. Er kam noch einmal zurück. Er war also wieder im Geschäft. Es kam also zum Sprint dieser Dreiergruppe um den Sieg auf dieser 15. Etappe. Und die Jungs haben gepokert. Lennart Kemner öffnete dann diesen Sprint an der Spitze. Der Weltmeister aus dem Jahr 2013 im Windschatten zog vorbei und sicherte sich diesen Sieg auf einer sehr schnellen Etappe vor Lennart Kemner und Santiago Buitrago. Riesenjubel bei Intermarché Circus Wonti über den 31. Sieg von Rui Costa. Der 8. portugiesische Sieg bei einer Vuelta und hinten den Sprint im Hauptfeld gewann David González vor Kane Groves und Ivan Garcia Cortina. Das sind die besten 10 im Überblick. Der Tagessieger von gestern auf der 4. Position. Er bleibt im Trikot des besten Bergfahrers.
Noch einmal der Sprint aus der Helikopterperspektive. Schnell, kräftig, explosiv auf der rechten Seite. Dann der Tigersprung. Der Sieg für den Portugiesen. Das ist die Champagner-Dusche, die er sich auf jeden Fall heute nach dieser sehr schnellen Etappe verdient hat. In der Gesamtwertung bleibt alles beim Alten. Sepp Kuss, der alte und neue Leader, er geht also auch als Führender dieser Vuelta in den zweiten Ruhetag. Die besten 10 im Überblick, alles beim Alten in der Gesamtwertung. Jumbo Visma hatte auch heute alles wieder im Griff, zu jeder Minute, in jedem Moment. Und der US-Boy darf sich freuen über ein erneutes rotes Trikot. Er strahlt, er ist seinem großen Ziel, seinem größten Erfolg wieder einen Schritt näher gekommen. Remco Evenepoel hat den Vorsprung in der Bergwertung weiter ausbauen können. 71 Punkte jetzt auf dem Konto des Belgiers. Und schauen wir uns an, was dieser 16. Etappentag zu bieten hat. Nach dem Ruhetag heißt es erstmal wieder einrollen. Es geht relativ flach los an der Küste. Dann wartet der Bonussprint und am Ende geht es nochmal 4,9 Kilometer berghoch. Bergwertung der zweiten Kategorie auf einer sehr kurzen Etappe über 120 Kilometer. Und das Ganze erleben Sie dann wieder live bei GCN+. Bis dahin.